Ja, hallo. Mein Name ist Matthias Böhmlichen, bin Unternehmer und ich möchte dir heute hier an dieser Stelle in der Reihe Vorbilder einen Unternehmer vorstellen, den du bestimmt schon mal kennengelernt hast über die Produkte, die seine Firma vertrieben hat oder vertreibt, aber dessen Name dir möglicherweise nicht sagt. Es ist ein Japaner, der bereits 1894, also vor deutlich mehr als 100 Jahren auf die Welt gekommen ist. Es ist Konosuke Matsushita, oder Matsushita, wie die Japaner wahrscheinlich sagen würden. Er kam 1894 als eines von vielen Kindern eines Großgrundbesitzers auf die Welt. Und wenn sein Vater nicht um die 1899 muss es gewesen sein, durch Spekulation das Familienvermögen verloren hätte, wäre wahrscheinlich das Millionenimperium, was er aufgebaut hat, nie entstanden. Aber auf die Art und Weise musste seine Familie wahrscheinlich unter erheblichem Gesichtsverlust das große Gut hergeben, auf dem sie gelebt haben, von dem sie gelebt hatten. Die müssen wahnsinnig viele Angestellte gehabt haben und hatten plötzlich nichts. Die fanden sich wieder in einer großen Stadt, in einer kleinen Wohnung, völlig ungewohnt. Das ist quasi so wie von der Villa in eine kleine Hütte. Und das war sozusagen das, die früheste Kindheit von Matsushita. Und er wurde dann sehr früh weggeschickt, so im Alter von 10, 12, 13, um eine Arbeit zu lernen, um sich ausbilden zu lassen. Und das kann man sich vorstellen, dass das wahrscheinlich total unlustig war. Das heißt, er hatte wirklich einen unglaublich harten Start ins Leben und war aber von Anfang an begeistert von Neuem. Er hat Dinge versucht zu erfinden. Er hat die Elektrifizierung, die Anfang des 20. Jahrhunderts stattfand, versucht voranzutreiben und hat immer wieder gemerkt, da komme ich nicht weiter. Ist es in bestehenden Strukturen, er war angestellt, war also 17, 18, 19 Jahre alt und im Alter von 23 Jahren, gerade mal 23 Jahren, hat er sich dann selbstständig gemacht, hat ein Unternehmen gegründet mit ein bisschen wenig Geld, zwei, drei Leuten und hat dann, sag mal ganz platt gesagt, elektrische Dinge erfunden, vermarktet und sie über eine Art und Weise, die damals in Japan nicht üblich war, nämlich über Anzeigen in Tageszeitung so herum, an den Mann und an die Frau zu bringen. Damit war er sehr erfolgreich und er hat bereits im zarten Alter von 35 Jahren angefangen, nachdem die Firma wirklich unglaublich gewachsen war, Managementprinzipien niederzuschreiben. Also der hat sich wirklich richtig Gedanken gemacht und er hat vier Jahre später, also mit knapp 40, so eine Art Postulat von 7 Führungsprinzipien rausgebracht. Dienst an der Öffentlichkeit, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit bis hin zu Dankbarkeit. Also das sind eher so ethische Tugenden, weniger Dinge, die man heute in einem modernen Management-Ratgeber wiederfinden würde. Das heißt, der Mann hat von ganz klein an mit wahnsinnig viel Energie und auch gegen Widerstände wahnsinnig viel erreicht und hat wahrscheinlich schon im Alter von 40 wirklich alles gehabt oder haben können, was möglich war. Es kam dann anders, es kam der Zweite Weltkrieg und am Ende des Zweiten Weltkrieges, nach dem Abwurf der beiden Atombomben, lag Japan nicht nur am Boden, sondern es wurden auch wahnsinnige Restriktionen auferlegt, den Firmen auferlegt, die es dort gab. Und es ist offensichtlich nur den Mitarbeitern seiner Firma zu verdanken, die eine Petition eingereicht haben, dass er sein Unternehmen nicht verloren hat. Matsushita hat bis in das hohe Alter von knapp 80 Jahren gearbeitet. Er ist 1973 in Rente gegangen mit roundabout 79, 80 Jahren. Er hat
in der Zeit davor, in den Jahrzehnten davor, nicht nur eine Vielzahl von Büchern geschrieben, hat auch eine Uni gegründet und der wird in Japan verehrt, wie, ich sage jetzt mal, wie ein Heiliger. Den kann man wahrscheinlich heute noch am ehesten mit einem der größeren Firmenlenker in Deutschland vergleichen, die sich auch ins Mäzentum eingestiegen ist, wie gesagt, Uni gegründet und viele andere wohltätige Dinge getan. Über den Konosuke Matsushita gibt es ein lesenswertes Buch, was man leider nicht mehr kaufen kann. Das heißt so wie sein Nachname Matsushita. Wenn du das lesen möchtest, musst du in einem Antiquariat nachschauen. Das gibt es gelegentlich auf Gebrauchbücher, Webplattformen zu kaufen. Kostet mittlerweile, glaube ich, sogar oder häufig mehr als der ursprüngliche Preis. Es ist es aber wert. Weil im Gegensatz zu den wenigen Minuten, die ich hier für das Video zur Verfügung habe, kannst du in dem Buch wirklich nachlesen, wie der von klein auf bis hin ins hohe Alter, er ist mit 89 Jahren gestorben, er ist 1989, im Jahr mit 94 Jahren gestorben und hat dort, sagt man, auch nicht immer einen geradlinigen und einen einfachen Weg in seinem Leben gehabt. Also unter anderem hatte der Mann ganz erhebliche Schlafprobleme, dem scheint, das jetzt mal in Neudeutsch gesprochen, der Stress dann durchaus auch an die Nieren gegangen zu sein, im sprichwörtlichen Sinne, und hat da auch ganz erheblich drunter gelitten. Das ist aber nie ein Thema gewesen, der Mann hat gearbeitet, gemacht, geleistet, und in seinem Fall war das offensichtlich auch in einer Kombination mit Demut und Bescheidenheit, die man wahrscheinlich heute mit der Lupe suchen müsste. Insofern, für mich ist es ein Vorbild. Ich fand im Übrigen das Buch nicht nur lesenswert, sondern ich fand auch den Ansatz, über bekannte und vielleicht sogar berühmte Unternehmerpersönlichkeiten etwas zu erfahren, indem ich die Biografie lese und auch lerne, wie hat dieser Mensch gedacht, was hat der wiederum gelesen und gelernt. Das ist ein Prinzip, das ist meines Erachtens sehr universell. Die Buchempfehlung übrigens für den Matsushita kam von Bodo Schäfer, dessen Coachingbriefe ich regelmäßig lese. Ich komme leider nicht immer dazu, all das zu tun, was Bodo Schäfer erwähnt und empfiehlt. An der Stelle habe ich tatsächlich mich aufgemacht und den Weg ins Antiquariat gesucht, im Internet gesucht und gefunden, gekauft. Ich kann es dir nur empfehlen, mach es auch so. Und falls du es überhaupt nicht findest, dieses Buch, dann schreib mir eine E-Mail. Die E-Mail steht unten im Kontaktformular. Dann schaue ich mal, ob du vielleicht von mir das Buch für ein paar Tage ausleihen kannst, um es durchzulesen. Es ist wirklich lohnenswert und für mich ist der Mann ein Vorbild. In diesem Sinne, bis dahin und viel Spaß damit. Ciao!